Hey Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich mit euch etwas Besonderes machen oder zumindest so eine kleine Challenge irgendwie für mich. Und zwar wollte ich aus My Sims Poppy recreaten. Ich hatte gesehen, dass jemand My Sims Charakter gemacht hatte. Ich habe aber bis gerade nicht gesehen, dass auch jemand schon Poppy gemacht hat. Aber ich möchte trotzdem Credits geben und verlinke die Person in der Bio. Sie heißt Darling auf hier auf YouTube. Und genau, sie hat auch so ein Video gemacht und deswegen verlinke ich das auf jeden Fall. Und ja, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, um ehrlich zu sein. Also wir brauchen auf jeden Fall einen helleren Skintone. Ich glaube, so passt schon ganz gut. Und die Augenbrauen sind furchtbar. Ich muss immer dieselben nehmen, Leute. Es sind wirklich die einzigen, die mir gefallen. Meistens zumindest. Wir nehmen die. Machen die so ein bisschen süß. Also Poppy ist so eine süße Maus aus My Sims gewesen. Ich habe es früher als Kind gespielt. Kennt ihr My Sims? Leute, bitte sagt ja. auf jeden Fall, ich habe es als Kind gespielt. Und ja, deswegen weiß ich noch, wie sie ist. Sie ist so eine süße Blumenmaus. Sie hat auch so einen eigenen Blumenladen. Und ja, das ist so ihr Charakter irgendwie. Aber was für Lippen nehme ich denn da? Das ist ein bisschen schwierig, weil die haben ja eigentlich nur so Striche. Wir machen dann die Lippen mal ein bisschen dünner als sonst. Ich brauche erstmal einen Skin, weil sonst sehe ich hier gar nichts an den Lippen. Ja, okay. Vielleicht auch noch so ein bisschen lächelnd. Und die Nase, ja, Nasen haben die eigentlich gar keine. Aber egal, wir geben dir trotzdem eine. Du kriegst trotzdem eine Nase. Herzlichen Glückwunsch. Ach so, lächeln. Nicht so gruselig lächeln. So, vielleicht so süß lächeln. So, okay. Ich meine, wir können sie auch so lächeln lassen. Aber ich glaube, das ist ein bisschen unpassend. Kann das zurück? Ja, okay, gut. Und vielleicht, ja, so die Kopfform könnte schon ziemlich gut passen. Ja. Ja. So, Lashes. Da, ja. Das sind im Moment so die ich immer benutze. Weil irgendwie die anderen, die anderen sind sehr krass. Die nehme ich auch sehr gerne, diese hier. Aber die sind nicht so meins irgendwie. Ich habe mir die gedownloadet, aber ich finde die doch nicht so cool, wie sie aussehen hier in diesen Bildern. Deswegen nehme ich die, weil die gefallen mir eigentlich ganz gut. Und die Kishiku-Dinger kriege ich irgendwie nicht wieder zum Laufen. Das tut in meinem Herzen weh. Aber naja, wir werden es schon schaffen. Überleben auf jeden Fall. Und dann brauchen wir noch so ein Dings. Hier sowas. Sowas, genau. Das. Ich ändere gleich nochmal ein bisschen was an dem Gesicht. So vielleicht. Ja. Oder? Ja, wir gucken erstmal nach einer Frisur. Dann weiß ich, glaube ich, besser, ob irgendwas passt. Oder nicht. Also sie hat halt so zwei Zöpfe, ne? Ob ich jetzt ihr so Space Buns gebe? Eigentlich finde ich die schon sehr passend. Ich glaube, das könnte ganz süß sein. Das steht ihr auch sehr gut. Anstatt so lange Zöpfe. Ich glaube, das ist eher nicht so das, was so zu ihr passt. Weil sie hat halt so Zöpfe, aber die sind halt so, ne? Ihr habt es ja gesehen, diese so nach da, so bis hier, so komisch abstehend. Nicht so, also so Pippi Langstrumpf-mäßig irgendwie. Dann, ich glaube, ich gebe ihr die Space Buns. Ich finde die richtig cool. Ich habe auch nicht so richtig was. Also das hier hätte ich. Aber das finde ich nicht so cool. Das hat nicht so richtig was. Bei ihr jetzt. Ich glaube, wir gehen mit den Space Buns. Warte, ich habe es jetzt zurückgemacht. Oh Gott, das Zurückmachen funktioniert nicht so. Wir suchen die Haare einfach wieder. Die sind auf jeden Fall von Daylife Sims. Da weiß ich, wo ich hin muss. Hier waren sie irgendwo. Da. Hä, mit die zweimal? Ach so. Ja, aber ich möchte die. Ja, sie hat auch schwarze Haare, ne? Dann passt das auch. Ich finde, sie sieht schon richtig, richtig, richtig süß aus. Die süße Maus. Oh. Oh. Hoppala. Ja, sie braucht auf jeden Fall eine Tasche. Und ich glaube, ich habe da auch schon so einen kleinen Plan. Aber wir geben erstmal noch ein bisschen Make-up. Sieht hier so freundlich. Augenbrauen hat sie, finde ich. Und vielleicht geben wir auch noch irgendwie so einen Eyeliner. Vielleicht den da. Ja. Und yes. Das ist das, was ich irgendwie immer nehme. Das mag ich im Moment richtig, richtig gern, diesen Blush. Oh, der ist schön. Ja, den nehmen wir. Der ist nicht so doll auffällig.
Und mein Go-To hier Lipgloss. Den nehme ich auch immer. Sie hat in meistens keine Ohrringe, aber wir geben ihr welche, weil ich weiß ganz genau, welche wir ihr geben könnten. Und zwar diese hier. Ich finde, das passt perfekt zu ihr. Vielleicht auch in Gelb eventuell, weil sie halt auch viel Gelb hat. So, ja. Ich glaube, das machen wir. Entweder Pink oder Gelb, aber ich glaube, wir gehen mit Gelb. Wir gucken mal nach dem Outfit erstmal. Okay, wisst ihr, womit wir anfangen? Mit den Socken. Weil ich weiß, dass sie hohe Socken braucht. Und ich hoffe, wir haben irgendwie sowas. Also wir hätten sowas auf jeden Fall. Das könnte man benutzen. Hab ich noch andere? Ich hatte mal andere auf jeden Fall, das weiß ich. Aber ich glaube, die habe ich nicht mehr. Oh, schade. Die waren nämlich richtig cool. Die waren so uneven, also so nicht gleich hoch. Beide. Oh, schade. Die hätten perfekt gepasst. Aber die hier vielleicht? Ja, entweder die oder die anderen. Da müssen wir doch erstmal nach anderen Sachen gucken. Aber die könnten auch passen. Die sind auch uneven. Aber ich glaube, wir nehmen doch lieber die dann. Ja, aber wir schauen mal. Sie braucht auf jeden Fall so ein Kleid. Aber ich glaube, wir haben so ein Kleid gar nicht. Also ein Create a Sim von Sims sowieso nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich sowas auch gar nicht als CC habe. Also das hier. Aber das ist halt kein Kleid, ne? Boah, ich glaube, das wird nix. Okay, leider finde ich nichts, was da so auch hier oben was hat. Aber ich habe so einen süßen Jeansrock gefunden. Und der hat Blümchen. Also nicht nur Blümchen, aber es gibt auch Varianten mit Blümchen. Und die sind ja total süß, oder? So mit Pilzen und Blumen. Ich glaube, das nehmen wir. Und ich habe ihr schon diese Tasche ausgesucht. Eigentlich hat sie ja eine braune Tasche, aber die gibt es leider nur in Schwarz und Pastellfarben. Deswegen dachte ich mir, dann nehmen wir Gelb. Weil Gelb ist ja so auch von ihrem T-Shirt. Vielleicht passt das ja. Und dann nehmen wir halt irgendwie so ein cutes T-Shirt noch. Und dann sollte das irgendwie zumindest nah dran kommen, ne? Also 1 zu 1 ist es sowieso nicht. Aber ich versuche auf jeden Fall ihren Stil, Style, whatever, so ein bisschen hinzukriegen. Ich hätte jetzt das T-Shirt. Das hat auch Muster. Gucken wir mal. Das ist das gelbe Muster, was es hat. Und ich sage euch ganz ehrlich, das ist super süß. Finde ich super cute. Die Schuhe werden jetzt, glaube ich, schwer. Also sie hat braune Schuhe an. Oh mein Gott, da habe ich echt gar keinen Plan, was ich da nehmen soll. Vielleicht solche Converse-Dinger? Ich glaube, sowas nehmen wir. Ich habe davon mehrere. Ich habe auch noch die hier. Oh, aber die buggen mit der Tasche. Okay. Dann würde ich wahrscheinlich eher die anderen nehmen, die wir gerade. Oh Gott, die wir gerade hatten. Wo sind die denn? Jetzt habe ich sie verloren. Ah, hier. Die von Madeline Sims. Die sind auch braun. Die sind nicht so dunkelbraun, aber die sind braun. Und das würde ich sagen, zählt, oder? So, dann gucken wir mal bei Nägeln. Also, ich würde sagen, gelbe Nägel oder irgendwas Buntes. Hier habe ich sowas Buntes zum Beispiel. Aber ich glaube, oh Gott, ich weiß gar nicht, ob das mit den Wimpern geht. Ja, doch, das buggt nicht. Okay, gut. Puh. Glück gehabt. Dann nehmen wir auf jeden Fall was Buntes. Was haben wir denn da? Oh, sind das Blümchen? Ja, dann nehmen wir die. Das sind Blümchen-Smileys. Oh. Oder eine Sonne oder so. Die nehmen wir. Sie braucht auch noch ein Armband. Ich hoffe, ich kann ihr ein Armband geben. Oh nein. Nein. Warte, ich glaube, ich habe diese Tasche auch bei Hüten. Aber ich bin mir nicht sicher. Ja, ich habe sie auch bei Hüten. Juhu. Okay, dann können wir ihr doch ein Armband geben. Also, oh, wartet, wir haben auch noch irgendwas in. Oh, cool. Vielleicht nehmen wir das, wo was draufsteht. Und das ist noch so ein bisschen cooler. Oder wir nehmen die grüne, wo was draufsteht. Ich meine, grün hat sie da nicht an. Aber dann haben wir so ein bisschen was anderes noch mit dabei. Ich hätte halt gerne braun, ne? Schade. Okay, jetzt ist schwierig. Jetzt wünschte ich, ihr könntet mir sagen, was besser ist. Also jetzt genau in diesem Moment. Oh, ich weiß nicht. Wir nehmen grün, komm. Wir nehmen grün. Und dann suchen wir noch ein Armband. Und ich will ja auch noch eine Kette geben. Ich glaube, Ketten gibt es im Maisums gar nicht, aber die kriegt auf jeden Fall eine. Weil sonst sieht das so leer aus da oben. Sie hat irgendein rotes Armband an. So mehrere. Würde das passen? Ich sehe nicht mal richtig was.
Das sieht auf jeden Fall irgendwie ganz süß aus. Warte, wir gehen mal so dahin. Ah, nee, das passt nicht zu ihr. Das ist nicht so cute. Vielleicht geben wir ihr auch irgendwie einfach nur so Perlen oder so. Dann hat sie ihr Armband. Oh, hey, habe ich das nicht weg? Habe ich es nicht weggemacht? Ja, weg damit. Ja, dann vielleicht einfach nur eine Perlenkette. Aber ich glaube, die buggt. Nein, die versaut mir meine Nägel. Die blöde. Und das? Das ist rot, aber das sieht man gar nicht mit der Tasche. Hä, lol, wo ist es? Wieso sieht man das nicht? Hä? Wo ist das Armband? Ach, Manu. Dann glaube ich, haben wir kein Armband. Oder vielleicht das hier, aber da buggt, glaube ich, auch das mit den Nägeln wieder. Och, Mann. Naja, dann kein Armband für sie, aber noch eine Kette. Okay, als Kette vielleicht sowas. Das ist ganz süß. Da können wir ihr was Rotes geben, so ein rotes Herzchen. Oder was mit Blumen. Aber ich weiß gar nicht, ob ich was mit Blumen habe. Ich habe was mit einem Teddy. Aber Blumen habe ich gar nicht so. Und ich glaube, nee, hier haben wir auch nicht so was Besonderes. Ich glaube, dann geben wir einfach die. Weil die ist doch auch ganz süß. Das könnte man auf jeden Fall machen. Oder? Ich glaube schon. Ist das unsere Poppy? Sind wir happy? Also ich finde sie ganz süß. Ist nicht das, ist nicht genau der gleiche Look wie die Poppy, die in My Sims ist. Aber ich glaube, das kann sich sehen lassen, das Ergebnis, oder? Ich finde sie trotzdem sehr, 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 sehr cute. Ja. Und ich habe versucht, dass sie ein bisschen anders aussieht als meine anderen Sims. Ich glaube, es ist mir relativ gut gelungen. Nicht so gut, aber ein bisschen immerhin. Das ist unsere Poppy. Yay, wir haben es geschafft. So, dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, Leute. Bye, bye.